Ich folge ihr einfach mal. Was für ein Rätsel. Wie kann man ein Rätsel finden? Okay. Darf ich das noch suchen oder rennt sie jetzt direkt weg? Wie sie schreit, ist ja gut. Ich bin noch da. Warte mal, finde ich die auch so, die Rätsel? Vielleicht sind das so eine Art Schriftrollen. Würde mich nicht wundern. Was ist das denn? Ich möchte halt wissen, was man hier finden kann. Damit ich vorbereitet bin. Nö. Okay. Ich habe keine Ahnung. Da. Da ist was. Okay, das wird also angezeigt. Alles klar. Gut. Gut zu wissen. Die hält sich für was Besonderes. Ja, wir müssen sie... Weiß ich nicht. Fesseln und allein lassen. Ja, das war klar. Ich komme jetzt wieder hier hoch. Wenn du dich auf Odysseus Reise machst, nimm den Weg nach Norden. Dort findest du einen Ziegenhof in Ithaka, wo er einst Athena traf. Sie gab ihm eine Verkleidung, um seine Frau zurückzugewinnen und ihre Freier zu töten. Deine Belohnung findest du auf einer geschlachteten Ziege. What? Jetzt wortwörtlich eine geschlachtete Ziege oder was eigentlich nicht sein könnte von der Zeit her. Aber gut, egal. Das sind halt diese bildlichen, schriftlichen Rätsel. Dann wird halt ein Ort angegeben und dann kann man sich dann, wenn man Glück hat und diesen Ort findet, kann man dann halt coole Schätze finden. Waffen, Rüstungen. Das ist der? Das sind nur Trümmer. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Etwas Größeres? Auspeitschen! Meine Eltern nannten mich Odessa, nach dem großen Odysseus. Ich dachte, wenn ich herkomme, könnte ich ihn besser verstehen. Und? Tust du? Ganz und gar nicht. Bring mich zu meinem Boot. Dort bezahle ich dich. Sie ist enttäuscht. Dann komm mit. Herzlichen Glückwunsch, du hast Trümmer gefunden. Warum kommst du nicht? Hängt sie fest? Komm, hier bin ich. So. Warum ist hier so ein Lager? Ich trau dir irgendwie nicht. Komm her. Ey, Mädel. Will sie mich verarschen? Komm. Ich hoffe mal hier festzuhängen. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Willkommen zurück, Tentakelsven. Hier, das ist für dich. So eine Enttäuschung. Wieso ist dir dieser Palast so wichtig? Machst du Witze? Odysseus hat hier gelebt und geherrscht. Er entschied den Trojanischen Krieg. Er entging Charybdis und Skylla. Er hatte alles. Loyalität, Liebe, Kampfgeist. Und er hat die Aufmerksamkeit der Götter erregt. Das brachte ihm viel Ärger ein. Und machte ihn zur Legende. Werd erwachsen. Du siehst nie... Es stimmt, wir können ja romantische Beziehungen hier eingehen. Mit allem anscheinend. Ernsthaft jetzt? Das ist ja wie Mass Effect gerade. Wie geil ist das denn? Ich liebe dieses Spiel. Oh Gott, wie ich gerade mich hier freue, ne?
Wir legen sie alle flach. Ich meine, mit allem. Ja, mit Frauen, mit Männern, mit Tier, mit Ziegen. Wir können auch mit Ziegen. Nein, Spaß, das weiß ich jetzt nicht. Das war ein Scherz. Die hat mich so genervt. Ja, ich werde die... Nee, ist nicht so. Die ist mir zu schwach. Ich brauche was Starkes. Nimm einen Stein. Ja, ich will einen Stein und eine Ziege. Und einen Esel. Ich will so einen Dreier. Mit einem Stein, eine Ziege und einen Esel. Wenn du es weiter versuchst, kannst du es schaffen. Wenn du aufgibst, garantiert nicht. Dieses Spiel wird so ein Fail für mich. Ich werde so abkacken. Daran, es ist allein deine Entscheidung. Ich suche nach Größe. Danach sehne ich mich schon mein ganzes Leben. Ich will nicht so enden wie alle um mich herum. Zufrieden mit ihrem langweiligen Leben, bis sie tot und vergessen sind. Wenn du Odysseus Größe suchst, musst du es auf deine eigene Art schaffen. Er war berühmt für seine Gerissenheit. Was hast du schon erreicht? Ich bin den ganzen Weg hierher gereist. Zu den Ruinen wow. von Odysseus Leben. Nicht um dein eigenes zu leben. Ja, es gibt Besseres, hoffe ich. Besser bestimmt. Wissen, den Rat von Söldnern zu suchen. Lass mich. Zicke. Zum Glück habe ich nicht gesagt, dass du süß aussiehst. Siehst du nämlich gar nicht. Du hast einen Pickel auf der Nase. Du bist scheiße. Okay. Wow, wie ich jetzt aufs Äußerste reduziere wegen einem Pickel. Geil. Ich wollte nur gemein sein. Sie ist auch gemein. Ja. Ich nehme eine Katze. Ich nehme den Wolf, der ist bestimmt... Aber das Alpha-Tier, ne? Wow, das klingt voll eklig. Fähigkeiten. Ich habe einen Punkt. Boah, Giftschaden. So oberflächlich? Nee. Ich mache ja nur Spaß. Ich bin ja nicht wirklich, ich bin kein oberflächlicher Mensch. Das wisst ihr doch. Ich mache doch nur Spaß. Weil ich sowas nämlich hasse, wenn man Leute, Menschen wegen dem Aussehen verurteilt. Ich hasse sowas. Ich habe auch einen Pickel. Ich habe auch Pickel. Im Moment jetzt sogar auch, also. Scheiß drauf. Gehört zum Menschsein, Pickel zu haben. So. Ich habe voll Spaß heute, gerade, meine ich, wegen dem Spiel. Es macht echt voll Spaß. Nein, ich bin jetzt nicht mit Absicht getaut, das war ein Versehen. Das war wirklich ein Versehen. Klar. Das war wirklich ein Versehen. Wie man mir nicht glaubt. Ich kann es verstehen, dass man mir nicht glaubt, weil ich das sehr oft schon mit Absicht getan habe. Ich kann verstehen, wenn man da daran zweifelt. Ich hoffe, man hört meinen Magen gerade nicht. Der knurrt. Können wir eine Beziehung eingehen? Ich habe gehört, das geht. Du hast schöne Hörner. Wow, wo gehst du denn hin? Noch nichts gegessen? Nee, ich habe noch nichts gegessen.
Ich habe mich eher den ganzen Tag mit dem Upload rumgequält und getestet, wie ich am besten streamen könnte. Das hat zu viel Zeit gekostet. Und dann kam schon das Paket. Ja. Hatte noch nicht wirklich die Gelegenheit. Sie mag deine Hörner. Ja, die sind wunderschön. Hat sogar zwei. Oh Mann. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Das sieht noch einen dicken Beutel aus. Würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Ja, sofort. Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst. Dieses Blondchen, uiuiui. Militärränge bedeuten mir nichts. Ich bin Söldnerin, keine Mörderin. Naja, wir haben schon ein paar Leute. Feldherren bluten wie jeder andere. Gut. Also, was sagst du? Warum ich? Ich weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist. In militärischer Hinsicht, versteht sich. Habe ich dir was verwechselt? Ja, stimmt. Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Einverstanden. Wow. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Ja. Oder? Nee, habe ich eins? Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Welcher Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kefalenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich hasse dich schon. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Ja, weg, Blondie. Ich brauche ein Schiff. Ich suche den Schiffsbauer auf. Stehst mir im Licht. Gibt's denn noch irgendwas, Kopfgeld? Nee, alles null. Okay. Ausrüstung, mal gucken, ob ich noch was Cooles, Neues habe. Das macht sie doch jetzt ein bisschen zur Assassinen, also vom Aussehen her. Finde ich. Wobei, ihre schönen Haare werden nicht mehr gezeigt. Okay, das gefällt mir viel, viel besser. Mhm.
Viel Platz habe ich aber auch nicht mehr, ne? Ich könnte auch ein paar Sachen zerlegen. Wie zum Beispiel das hier. Reflexbogen. Benötigt Stufe. Okay, dann mache ich mal das hier. Kriegsspeer. Oh, geil. Ein Speer. Her damit. Ein Speer ist auch cool. So. Alles klar, du stehst mir im Licht erstmal. Ja, ist doch so. Ist ja furchtbar. Wie kann er denn hier einfach stehen und so einen Schatten werfen? Unglaublich. Sowas Unverschämtes. Kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Wow. Ich bin ja heute sehr, sehr motiviert. Ah, ich sehe, du hast Geschmack. Ja. Kopis. Ich glaube, meine Figur hat auch so ein Schwert. Ja, mit diesem Griff. Cool. Hat er noch was anderes? Schwerer Stab. Boah, das macht bestimmt richtig Dong, wenn man jemanden damit schlägt. Aber ich bin erstmal sparsam. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Athena Bein. Das ist schon hübsch. 191, wie viel habe ich? 1800. Komm, wir gönnen uns mal was. Lass mich wissen, wenn du etwas brauchst. Ja. Mach das nicht bang, bang, bangedi bang. Ich mag dieses Geräusch, wenn es immer so dong macht, so richtig. Es ist ein schönes Geräusch. Ah, ich bin ziemlich böse, oder? Ein Speer für einen dicken Beuteldrachen. Wir spielen nebenbei auch mal was. Mach das, Killer, mach das. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Wie viel, um dich von ihr zu trennen? Da brauche ich schon mindestens 100.000. 100.000? Wer hat so viel? Jemand, der es ernst meint, ein Schiff zu kaufen. Glaubst du, diese Handwerkskunst gibt es umsonst? Aber ich bin arm. Was, wenn ich dir Obsidian im Tausch anbieten würde? Ich würde sagen, ich brauche trotzdem 100.000 Drachmen. Und selbst wenn ich deinen Obsidian nehme, dieses Schiff braucht eine ganze Armee als Mannschaft. Das ist Kefalenia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Boah, das Schiff klauen wir uns. Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Haben wir bestimmt auch. Ich spiele nichts weiter nebenbei. Dann kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen. Wie du möchtest. Also ein kannst du ruhig auch nebenbei spielen. Also zum Zyklopen gehen und dann. Wir dürfen denn also auch hier segeln. Das ist auch ziemlich geil. Mit einem richtigen Schiff. Ja, will ich, Shadow. Ich spiele nebenbei Donuts essen. Gib mir einen ab.
bitte. Lass es dir schmecken. Müssen wir auch dann noch was zu essen machen. Irgendwas, was nur 10 Minuten dauert. Ist echt schon 7:30? Okay. Wenn das das Schiff ist, das sieht ziemlich klein aus. Eine Nussschale. Wie komme ich jetzt hier runter? Oh nein. Ihr wisst, ich mache sehr gerne Falltode. Unbeabsichtigt aber. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht runterfalle und sterbe. Alles klar? Okay. Was zur Hölle? Kann man machen. Hast genau angefangen, als ich weg musste. War 15 Uhr. Ja, so 15:15 habe ich, glaube ich, angefangen. Aber erstmal habe ich so eine halbe Stunde gequatscht, um zu gucken, ob ich überhaupt zocken kann. Es tut mir leid, Willi. Ich wollte nicht. Nenn ihn Willi. Hast aber nicht viel verpasst. Ich bin, glaube ich, sehr oft am Anfang gestorben, weil ich noch mit der Steuerung überhaupt nicht klar kam. Der Zyklop. Den nehme ich mir vor. Uiuiui. Das wird bestimmt gefährlich werden. Nee, neu gestartet habe ich nicht den Stream. War zum Glück noch nicht nötig, aber ja. Ist halt sehr verpixelt. Ich würde ja gerne eine andere Bitrate ausprobieren, aber ich glaube, dann fängt es an zu laggen und alles. Und dann ist es nicht mehr schaubar. Alle töten oder nur den wir brauchen? So verlockend. Dann sind es genau 4 Stunden. Boah, ich habe echt schon 4 Stunden den Stream an. Ich merke die Zeit einfach nicht. Das sagst du jetzt nicht ernsthaft, oder? Die werden uns sowas von entdecken, weil ich einfach zu schlecht im Schleichen bin. Ich muss mich... das wird übel. Mal gucken, ob ich hier nicht irgendjemanden übersehe. Oh, draußen regnet es voll. Ich traue mich nicht hier runter. Dies war einst ein freundliches Dorf. Nun ist es ein Hort der Anarchie. Na, natürlich, stirb. Eieiei, das war jetzt sehr knapp.